Mein Hauptziel von dieser Mastermind ist, dass ihr seht, dass das ein Leben ist, was euer Standard werden kann. Ich würde einfach behaupten, und da würde ich auch mal für die anderen Teilnehmer sprechen, dass die letzten Tage sehr intensiv waren. Ich freue mich sehr, dass ihr an diesem Ort hier seid, weil Kapstadt ist für mich ein sehr, sehr besonderer Ort. Du hast irgendwie das Gefühl, du bist in so einer Kreuzung zwischen Dschungel und Stadt. Und wir waren hier auch selbst vorher noch nie, das heißt auch eine neue Erfahrung für uns. Keine Erfüllung. Keine Dankbarkeit, keine Liebe in seinem Leben ist nicht die Lösung. Und in diesem Trip möchte ich euch mal zeigen, wie das aussehen kann. Und mein Ziel ist es, dass jeder von euch Dinge hier mit nach Hause nimmt, die er danach auch weiter für sich machen möchte. Dass er sagt, hey, diese Standards möchte ich in mein Leben ziehen, diese Menschen möchte ich in meinem Leben behalten, diese Gefühle möchte ich weiter in meinem Leben empfinden. Aber auch euch zu zeigen, für mich ist das relativ normal, was wir hier machen werden, ohne wertend das jetzt zu sagen oder so. Ich habe versucht, die Dinge, die mir am meisten bedeuten, die mir am meisten Freude bringen, in dieser kurzen Zeit unterzubringen, weil das Dinge sind, die mir Freude, Liebe, Erfüllung, Spaß bringen und gleichzeitig man sein Unternehmen skalieren kann. Okay? Wir sind sehr, sehr tief gegangen. Dazu hat man manchmal auch nicht die Möglichkeit, habe ich das Gefühl, jetzt so im Arbeitsalltag. Das heißt, es war auch nochmal so halt geil, einfach zu sehen, wofür man das Ganze auch macht. Weil letztendlich mir war immer wichtig, so, ich wollte Unternehmer werden. Ich weiß nicht, ich wollte nicht unter einem Chef arbeiten. Aber ich merke hier auch nochmal, dass ich auch nicht nur fürs Arbeiten tue, sondern auch wenn ich viel für Leute in meiner Umgebung tue, kann ich das Ganze auch so machen, dass ich viel Freiheit trotzdem bekomme. Das war halt nochmal ein Punkt, den man hier auch gesehen hat. Und dass man auch sein Business aufbauen kann mit Leichtigkeit. Und auch inhaltlich, fand ich, haben wir uns schon sehr, sehr viel Zeit dafür auch genommen. Die Ziele, denkt ihr immer, die sind auch höher bei denen? Ja, aber das interessiert nicht so viel. Multimillionäre, Milliardäre, die haben viel höhere Standards als ihr. Das ist der größte Unterschied. Dinge, die ich im Alltag auch integrieren kann, dass ich zum Beispiel mir einfach auch dieses Abundance-Mindset auch antrainiere. Und in der Regel geht alles halt immer so Business, Geld verdienen, Umsatz machen, Mitarbeiter einstellen, Ads. Aber am zweiten Tag hat man schon richtig krass gemerkt, so dass der Zusammenhalt ziemlich groß ist. Und dass man auch ja, über tiefere Dinge sprechen kann als nur Business. Wenn man ein richtig guter Leader sein möchte, dann muss man bei sich selber anfangen. Und das startet besser mit Liebe und Respekt und nicht mit, was bist du für ein Typ? Es war sehr, sehr emotional teilweise auch. Man hat richtig gemerkt, die Runde ging immer weiter. Die Leute haben sich immer mehr geöffnet. Ich habe hier Menschen kennengelernt beispielsweise, die ich in dem Coaching so niemals kennengelernt hätte. Wo ich gar nicht gedacht hätte, dass es so ist, weil ich gedacht habe, alle sind geldfixiert, alle wollen Business und höher und krass. Den starken Menschen wird in der Regel am wenigsten geholfen, weil die anderen Menschen das Gefühl haben, der braucht die Hilfe nicht. Und dass man merkt, okay, man ist einfach, man hat die gleichen Herausforderungen, Ziele, Träume, Probleme und sowas. Und das schweißt doch halt mega auch zusammen. Weil da kann man in kurzer Zeit so viel mitnehmen und das merke ich jetzt schon, dass mir das mega viel helfen wird in nächster Zeit. Ja. Oh, was ich nochmal umarmen, ohne Scheiße. Ich will danke sagen, Mann. Ey, wirklich. Ohne Schön, Witz. Ja, oder? Ich komme immer noch nicht drauf klar. Das ist so geil. Ich werde ihm immer danken. So jeder hier, der hier ist, glaube ich, wird ihm so dankbar sein. So. Ja, das Skydiving war richtig krass. Immer richtig crazy. Bucketlist weggestrichen sozusagen, war für mich ein krasses Erlebnis, aus einem fliegenden Flugzeug rauszuspringen. Ein bisschen unbeschreiblich gerade. Eine Erfahrung, die ich so jetzt noch nicht gemacht hatte. Weil es auch einfach mal darum geht, halt extraordinary things zu machen. Wine-Tasting war krass. Sich so Sachen zu gönnen, zu genießen, seine Sinne zu spüren und ähnliches. Also ich finde, es grounded einen mehr. Weil der Instructor, der das mit uns gemacht hat, auch sehr so die Idee hinter dem Wein erklärt hat. Also, dass man in drei Tagen so viel zusammen erlebt, ist natürlich beeindruckend.
Also ganz krass, einfach diesen Mensch Jascha Osterhaus kennenzulernen. Wie tiefenentspannt er ist. Diese Lockerheit, die er hat. Seine Entschlossenheit, dass es immer eine Lösung gibt. Kriegen wir hin, handeln wir. Kriegen wir alles hin. Ja, wir schon alles. Kriegen wir alles hin, egal was passiert. Egal wie schlimm das auch ist, euer erster Gedanke muss positiv sein. Also er ist extrem positiv eingestellt und ich finde, da kann sich jeder was davon abschauen. So, ich bin ein großer Fan der Digitalisierung, ermöglicht sehr viel, aber 1:1 Menschen kennenzulernen ist schon mal was anderes. Wenn man sich dort zusammentut mit der Intention, hey, wir nehmen uns jetzt wirklich mal die Zeit, an den Themen zu arbeiten, die uns wirklich voranbringen und wir dann auch einen Coach, in dem Fall Jascha, mit an der Seite haben, der sich auch vollkommen dem Ziel dedicated, wir halt in einem Zeitraum von einer Woche so viel schaffen können und so weit nach vorne kommen und dass auch dann wirklich Veränderungen angestoßen werden, die halt nicht nur irgendwie dann bis nächste Woche cool sind, sondern halt wirklich tiefgreifende Veränderungen im Leben sind. Und ich denke, das macht so eine Mastermind sehr, sehr besonders, sehr, sehr einzigartig und ich freue mich darauf, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein.